Mikroids. Koal Labs. Made with Unity. Powered by Vivi Weiss. Automatisches Speichern. Dieses Spiel speichert. Sende automatisch. Bitte schalten Sie den Computer nicht aus, während das Symbol angezeigt wird. Siberia 3 B.H. Lokal. Eingabetaste drücken. Ja, das sage ich mal auf jeden Fall schon mal. Viel herzlichen Willkommen jetzt in einem neuen Let's Play Projekt. Eben hier, wie ich schon vorgelesen habe. Siberia 3. Es geht endlich wieder los. Ich drücke mal die Eingabetaste, aber ich glaube, dieses Menü ist ein bisschen laut. Also die Musik gleich. Die lässt sich nicht regulieren. Ja, und da ist wieder unsere Kate. Was ich jetzt allerdings nicht weiß hier, wie jetzt der Teil 3 zu den vorherigen Teilen spielte. Weil ich darf jetzt nochmal erinnern, zum Schluss in Siberia 2, die Szene war ja, dass wir, dass Kate und Hans Richtung Siberia aufgebrochen sind mit dem Schiff da aus der Legende praktisch. Das gab es ja dann tatsächlich. Und ja, und zum Schluss ist unser guter Hans mit den Mammuts davon geritten. Ja, das war dann alles, was dann natürlich mit Dings mit Kate passiert ist. Wissen wir nichts. Ich wollte gerade Anna sagen, aber es war ja die Schwester von Hans, die lebt ja nicht mehr. Ja, mal schauen, wie das jetzt weitergeht, wie das weiterspielt, ob das jetzt noch eine große Verbindung zum zweiten Teil hat oder nicht. Wir werden sehen. Ich werde auch nicht lang quatschen. Ich mache gleich mal ein neues Spiel. So, Schwierigkeitsmodus im Prinzip oder Spielmodus, Reise. Sie spielen der Geschichte wegen und wünschen zusätzlich visuelle Hinweise. Ja, das wird unsere Schwierigkeit sein und Abenteuer wäre, sie wollen wie in den ersten zwei Siberia-Spielen mit weniger Hinweisen selbst alles erkunden. Okay, ja. Müssten wir ja fast wählen, aber ich möchte tatsächlich das, dass ich da ein bisschen Hinweise bekomme und so weiter. Ich möchte mich nicht durch die Story quälen müssen und ja, möchte es eigentlich genießen können. Return. Diesen Spiel muss ich speichern, jawohl. Machen wir. Ah, jetzt ist er nicht wieder ruhig. Was ist denn das da? Das ist ein Vogel oder was? Ein Laufvogel. Ja, wirklich toll, dass es da auch noch einen dritten Teil gibt, ne? Weil wirklich die ersten zwei Teile, die waren schon grandios. Ja, jetzt schauen wir mal rein, was wir da jetzt, mit was wir da jetzt zu tun bekommen, ne? Weil ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Vielleicht war am Anfang gedacht, oh, ich halte mal die Klappe, glaube ich, so langsam, oder? Ja. Das wäre unsere Schneeeule. Jo, die hat was auf dem Rücken. Ein Boot und Moment, dieses Kate. Die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Die Jokuls. Was ist hier bloß jetzt passiert? Interessante Tiere, die ja diese Kutschenhäuser tragen hier. Ja, die Wölfe sind auch da. Ja, was ist denn das? Ist das ein Hochhaus oder ein Leuchtturm? Sieht mir komisch aus. Oder beides. Fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Okay. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich.
Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Oha. Ach du Heiliger, das ist aber auch schon das neueste Krankenhaus. Hm? Hallo, Kate Walker. Eins oder drei? Wer bist du? Ja gut, mit gleich die Frage beantworten mit wer bist du, ist eigentlich blöd. Ich sag mal hallo. Du sagst ja gar nichts. Ja, Moment mal, ich muss doch hier. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin. In der Stadt Valzembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise. Und eine sehr bedeutsame Reise. Vor einem Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Ja, bei ihm kann immer viel genesen. Da fehlt ein Teil. Warum bist du im Krankenhaus? Das ist eine dumme Frage. Ja, was ist denn passiert? Können wir fragen. Oder du Armer? Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valzembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Ja, Trinkautomatik. Warum bist du an diesem Bett festgebunden? Und das nicht abhaut. Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Sie hat doch Anführer anscheinend. Also Kirk oder eigentlich Kirk, ne? Wie Captain Kirk. So, dein Bein, der Straßenzug, Kirk. Ja, ich fange einmal mit eins an, dein Bein. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos. Nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Ja, das ist es halt oft, ne, dass irgendwelche Nomadenvölker dann sozusagen ihre Bräuche aufgeben sollen, nur weil es irgendjemand so will, ne? Aber ja, hat er halt vollkommen recht. Jetzt wissen wir auch, dass es Strauße sind, also der Straußenzug, und der kann ja sehr gut die Sprache, ne? Muss man schon sagen. Also jetzt könnten wir dann über ihn fragen, jetzt machen wir aber erstmal weiter hier, der Straußenzug. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande.
Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als drei dieser Züge mitgemacht zu haben. Tja gut, das ist halt ihre Art, aber eben ständig auf Reisen zu sein im Prinzip, naja, ich weiß halt auch nicht, ne? Muss halt alles immer mitschleifen mit und so und ja, aber wie gesagt, wenn das ihr Lebensweg ist sozusagen, dann wollen wir da nichts groß gegen sagen, ne? Ja, wir wissen selber ja noch nicht, warum wir, ja, was mit uns passiert ist, ne? So wollte ich eigentlich sagen. So, also du heißt Kirk. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Okay. Also Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Ja, die russische Krankenschwester Olga, aber wir haben ja schon, also es ist ja wieder nicht Spieler, also nur Spielerwissen sozusagen. Aber sie weiß ja nicht, dass wir hier festgehalten werden sollen, ne? So, warte mal, Tutorial, ach, hier gibt es auch ein Tutorial. Damit Kate in eine bestimmte Richtung blickt, das war jetzt aber kurz, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt weiß ich echt etwas, ist was, ja, na, wir werden schon rausfinden, wie es geht. Was ist das? Ist das jetzt hier Reden oder was ist das hier? Weil ich gucke auf ihn. Ah, ja gut, ich klicke einfach in der Gegend. Was ist du das? Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. So, jetzt mal der Test. Kann man auch, ja, man kann auch mit den Pfeiltasten laufen. Oder mit WASD. Jawohl, das geht. Boah, das muss man ja mal testen. So, wir hatten ja sehr unbequeme Britsche hier, oder? Wenn das unsere war. So, ja, ich habe gar keine Lust eigentlich zu dieser Olga zu gehen, weil ich ja schon weiß, dass das nicht gut ist. Aber da ist die Tür. Mit ihm können wir nur sprechen. Gut, okay. Ja, aber Witz da, Tutorial machen und dann kann man die Einblendung gar nicht lang lesen. So, okay, hier, laufen wir barfuß raus. Hier ist es ja schon kalt, oder? Hier haben wir ein bisschen Aussicht. Hier gibt es einen Besen. Hier ist eine Truhe. Okay. So, wir gucken erstmal hier hin. Hier ist nämlich ein Fenster. So, was sehen wir hier? Eine Eule. Was macht denn die Eule da? Ja, keine Ahnung. Die wartet hier halt. Naja, wir wussten ja, dass diese Schneeeulen ja zum Beispiel die Geister symbolisieren. Das muss Valsembor sein, die Stadt, von der mir Kirk erzählt hat. Aha. Sonst noch was zu sehen? Ah, das sind so kleine Pünktchen, dass man sieht. Aha, ja, da ist was. Das Lager von Kirks Stamm, schätze ich. Ah, die sind aber weit weg. Gut, zurück. Kann man auch in die Richtung. Warte mal, ich weiß es gar nicht. Ach, das ist unser Menü. Andenken an Oscar. Ah, genau, kann man das mal angucken. Ich habe mich schon gewundert, was er da am Hals hängen hat. Kann ich das irgendwie aufrufen? Warte mal, I. I's Inventar beobachten. Das ist das Herz, ne? Oder? Das ist das Herz. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Mhm. Alles, was mir von meinem lieben Oscar geblieben ist. Okay. Ja, das ist tatsächlich das Maschinenherz sozusagen. Das hat sie also in dem Hals hängen. Mhm. Ja gut, wir wissen halt wirklich nicht, was passiert ist mit Dingsbums. Mit, halt, das wollte ich gar nicht. Mit Hans am Ende. Kann ich eigentlich in die Richtung laufen? Ach, ich muss erst mal aus dem Menü. Geht es? Nein, das geht nicht. Also das ist schon hilfreich, wenn man die Tastatur laufen kann ein wenig. War ein bisschen hakelig. Ja. So, da ist noch ein Tisch, den haben wir vorhin noch nicht gesehen gehabt. Aber da können wir leider nichts mit... Ich wollte da nicht schon wieder raus. Können wir leider nichts mit machen.
Ja gut, Moment, ich gehe nochmal raus. Ja, der Lego weiß auch nicht, was er will, ne? Ich gehe nochmal kurz raus hier und schaue mir da hier, ob es da irgendwas zum Aufnehmen gibt an. Ne, anscheinend nicht. Ja, da kannst du nicht weiter. Gut. Das muss man ja mal abgeklärt haben, ne? So, dann können wir ja endgültig hier rein. So, ich laufe jetzt tatsächlich mit der Tastatur. So, warte mal, hier gibt es noch ein Waschbecken. Oder gibt es hier auch noch was? Lass mal schauen. Nein. Gibt es nicht. So, dann gehen wir mal hier raus. Abgeschlossen. Hallo, ist jemand da? Nö. Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Die haben eigentlich so ein komisches Bett da gemacht, ja. Also ein komisches Hörnchen dort. Und da suchen sie den Ruftaste neben der Tür. Ja, es ist ein roter Knopf. Was, da war noch was an der Seite. Das kann man aufschrauben. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Hi, ja, ja, was ist das für eine Klitsche hier? So, also gut. Wir müssen hier, warte mal. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Ja, mach mal gleich. Aber die Schraube da, die eine sieht ja auch schon sehr locker aus. Lass ihn mal gucken. Hier, die hier. Das geht nicht mit dem Benutzen, okay. Was haben wir da noch? J, das ist Journal, oder? So, okay. Dann müssen wir mal gucken. Ja, das ist nichts Nützliches hier. Okay. Ja, ich wollte ja schon gucken, aber jetzt können wir erst gucken am Bett. Kein Schraubenzieher bei den Medikamenten. Das ist ehrlich gesagt ziemlich beruhigend. Ja, die wollten dich also nicht aufschrauben. So, dann haben wir hier eine Suppe. Da wird ja auch nichts sein. Moment. Tutorial Interaktion wählen mit dem Mausrad. Okay. Ja, das ist doch eine leckere Suppe hier mit Brot. So, hier haben wir ein Messer. Ach so, ich schaue es erstmal an. Ich bin sicher, dass ich die Schraube mit der Spitze des Messers aus der Glocke drehen kann. Jedenfalls besser als nichts. Jo. So, dann haben wir... Ich bin sicher, dass ich die Schraube mit der Spitze des Messers aus der Glocke drehen kann. Ja, ich bin noch ein bisschen... besser als nichts. Ich bin noch ein bisschen hier, Maschucke hier. So. Das hier, jawohl. Das sollte klappen. Versuch jetzt die Ruftaste zu reparieren. Naja, nur eine kleine Frage. Wie soll man mit einem Messer eine Suppe essen? Gut, dann wollen wir es mal machen. Wir könnten hier drin sterben. Da könnte keiner, kommt keiner, ne? So, okay. Interagieren. Messer. Hier benutzen. Gegenstand bewegen. Klicken und oder wie? Nee. Ah, okay. Muss hier wirklich mit der Maus eine Kreisbewegung machen. Jetzt erst mal im Finger probiert, ob die Schraube im Finger lösbar gewesen wäre. Die war ja schon ein bisschen rausgedreht. So, ist es jetzt gut fertig? Mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Ja gut, kann sein, aber ich glaube, das ist ziemlich easy. Das ist seltsam. Der Draht scheint absichtlich entfernt worden zu sein. Damit man jemanden rufen kann. Warte mal, hier kann man was... So, das hier reinschieben und das hier wahrscheinlich da oben reinstecken. Jawohl. So, und jetzt? Zuklappen. Jetzt leuchtet der Knopf auch, okay. So, müssen wir die Schraube nicht wieder reindrehen. Escape zurück. Nee, Escape ist nicht zurück. So, und jetzt? Hallo? Ja, jetzt probieren wir das Ding doch gleich mal aus, oder? Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Wir sind doch hier im Gefängnis. Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Na, machen wir.
Jetzt ist die Tür offen auf einmal. Okay. Ach du Heiliger, das ist ja eine Glitsche, ey. Ganz sicher nicht Kansas, habe ich jetzt eine Errungenschaft bekommen. Ei, du Heiliger, du. So, hier gibt es einen Brunnen. Was, wir können mit dem Brunnen reden? Okay. Na, dann gehen wir mal dahin. ach so, das sind die Person, die hinterm Brunnen steht. Ja, das ist ja schon mal ganz blöd. Was ist das in der Kamera hier oben? Ach so, man kann jetzt sich hier umschauen. Das ist das Kamerasymbol. Alles klar, ja. Aber wo ist hier das Tutorial? Also echt. Sind da, das sind sogar Fische im Brunnen, okay. Ich denke mal aber nicht, dass das hier Trinkwasser ist, ne? Ja gut, hier gibt es nämlich Wasserhahne, die man zuschrauben kann. Aber ich denke mal nicht, dass das Brunnenwasser genießbar wäre. So. Gut, mit wem kann ich jetzt hier sprechen? Den kann ich nur angucken. Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Ja, okay. Das ist wirklich hier runtergekommen hier. Dem kann man auch reden. Das Licht, der Wind, die Hitze. Ich fühle sie immer noch. Ich träume jede Nacht davon. Okay. Verflucht. Wir sind alle verflucht. Das Licht, der Wind, die Hitze. Ich fühle sie immer noch. Ich träume jede Nacht davon. Ich glaube, wir sind hier eher so ein bisschen in einem Irrenhaus gelandet, wie in einem Krankenhaus. Oh, schau an, mechanische Papageien. Ich habe so eine Vermutung, wer die vielleicht gebaut haben könnte. Okay. Angucken. Vogelautomaten? Ja. Man, dass es nicht aufgeht, war ja klar, ne? So, dann mal hier gucken. Hier ist ein Schloss. Hallo? Benutzen, vielleicht mit dem Messer. Es funktioniert nicht. Ja, okay. Also da müssen wir vielleicht was mit denen machen. Ich weiß es noch nicht. Der eine funktioniert ja nicht. Der müsste nochmal aufgezogen werden. Oder? Ah doch, er funktioniert noch. So. Gut, die Steuerung hier ist ein bisschen merkwürdig, aber ja. Hier gibt es einen Fahrstuhl. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es mir besser geht. Aber Sie hören mir nicht zu. Oh Gott, wir sind in keinem Krankenhaus, sondern im Irrenhaus. Also jetzt glaube ich es nämlich bald, weil das ist nämlich auch so ein Irrenhaus. Egal, was man sagt. Sie hören nie zu. Ja. Ich meine, wir wissen ja als Spieler schon wieder ein bisschen mehr, dass wir hier festgehalten werden sollen, so oder so. Das heißt schon mal nichts Gutes. Das weiß Kate halt noch nicht, ne? Was ist denn hier? Ach, zwei Schachspieler. Hallo. Und wer bist du? Der Heilige Geist. Ja. Mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe? Hm. Idiotische Halunken, die die Straßen von Valsembor verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Oh Gott. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu. Das hier war immer eine gehobene Anstalt, muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt. Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. Also es gibt hier definitiv Vorurteile, habe ich jetzt schon gehört, ne? Ja, Moment mal, ihr habt gesagt, 20 Jahre seid ihr schon hier? Also seid ihr wirklich schon 20 Jahre lang hier? Ja. Zuerst wurden wir zusammen mit ein paar Kumpels zur Beobachtung da behalten nach dieser verdammten Mission nach Baranur.
Leon und ich sind praktisch die Letzten, die noch hier sind. Wir wissen zu viel darüber, was mit den anderen geschehen ist. Ich muss sagen, manche von denen ging es ziemlich schlecht. Zum Glück kümmert sich Dr. Olga gut um uns. Sie fassen uns wirklich mit Samthandschuhen an. Ja, sie kümmert sich gut um uns. Sie ist eine echte Dame. Naja, aber es scheint so, als wären die auch, würden die hier auch nicht rauskommen, ne? Also wird man hier wirklich wie in einer Ehrenanstalt festgehalten. So, Baranur habt ihr gesagt. Baranur? Was ist ein Baranur? Ein Ort. Ein verdammtes Drecksloch. Was meinst du damit, Anton? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Okay, wenn du das meinst. Ja, übrigens, wisst ihr, wo hier der Ausgang ist? Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Aha. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich, Kate Walker. Ja. Man sieht sich. Wahrscheinlich sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich sehen wir uns wieder, ne? Okay, jetzt gucken wir mal noch hier weiter. Also, ich habe schon mal gesagt, dass die Navigation hier ein bisschen merkwürdig ist. Aber ja, ich will ja nicht Mimimi machen hier, ne? So. Okay, Doktor, was? Da ist dieser Mangoi irgendwie, wie die gerade gesagt haben. So, ich guck mal hier ganz kurz. Das sind doch auch Pfleger oder was? Schauen Sie sich um. Soweit ich es verstanden habe, werden Sie noch eine Weile bei uns bleiben. Ja, aber ich nicht will. Sie sind also aufgewacht. Weiß Dr. Olga das? Dr. Olga? Ich habe gerade, das wäre eine Schwester. Dr. Mangölings Büro ist dort. Die Tür gleich neben dem Spiegel. Okay, danke. Wenn Sie sich unruhig fühlen, benutzen Sie bitte unseren Spieleraum oder besuchen Sie die Voliere. Okay. Ganz stumpfsinnig irgendwas machen dann. Sie sind also aufgewacht. Ja. Weiß Dr. Olga das? Gut, ja. Sagst Schauen du Sie noch? Sich um. Soweit ich es verstanden habe, werden Sie noch eine Weile okay, bei uns. Okay, ja, man muss halt gucken, ob die wirklich alles sagen, ne? Das mache ich oft so, dann gerne nochmal mit den Leuten zweimal reden. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Ich glaube, das sollten wir lieber nicht sagen, dass wenn wir hier wirklich raus wollen. Ganz ruhig. Das Monster im See kann Sie hier nicht erwischen. Wir sind zu hoch oben, wissen Sie? Und die Rohre des Brunnens sind zu eng für seine Tentakel. Okay, ich stelle fest, wir sind eindeutig in einer Klapse eher als in einem Krankenhaus. Haben Sie auch Mammuts gesehen? Sagen Sie das dem Personal, dann glauben die mir endlich. Und haben Sie auch Drachen gesehen? Jemand sollte mal mit der Wartungsabteilung reden. Ja, was ist denn da genau? So, die zwei, also die haben ja auch komische Hautausschläge irgendwie im Gesicht, ne? So, ich muss auch hier wieder aufpassen, dass ich nicht aus dem Fenster rausklicke. Wobei, ich nehme das jetzt in einem anderen Modus. Halt deinen Kopf unter das eiskalte Wasser im Brunnen, Nikita. Das hilft gegen deine verdammten Kopfschmerzen. Diesmal nicht. Das ist kein normaler Kopfschmerz. Es fühlt sich an wie ein Haufen rostiger Nägel in meinem Schädel. Na dann? Hast du mit Dr. Olga oder Dr. Mangoling darüber gesprochen? Steht was ganz anderes! Denn vielleicht sind sie diejenigen, die mir im Schlaf die verdammten Nägel in den Kopf stecken. Ein nach dem anderen durch die Nasenlöcher. Genau wie ich es dir gesagt habe. Nein, das stimmt nicht. Das Einzige, was die Ärzte wollen, ist, dass wir gesund werden. Wir schauen uns später die Vögel im Vogelhaus an. Das beruhigt dich jedes Mal. Es ist sogar empfehlenswert, wenn man Nägel im Kopf hat. Also ich möchte hier nicht wirklich bleiben. Wenn ich schon die hier ansehe, wenn die hier so eine komische Pickel im Gesicht haben hier, das könnte ansteckend sein, kann mit ihm reden. Dr. Olga, wir sollten Sie vielleicht begrüßen. Okay. Hat der lacht nur dumm. Okay. Ja, gut, dann sollten wir vielleicht tatsächlich mal mit dem Doktor da reden. Also nicht mit der Olga, die ist ja halt nur Schwester. Irgendwie haben sie das ein bisschen falsch hier formuliert.
Na, einfach reingehen und zu klopfen ist eigentlich unhöflich. Das sollte Kate aber wissen, oder? Was? Oh, was ist denn? Ach, du Heiliger. Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Was kann ich für Sie tun? Am besten nichts. Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. Toll, wenn wir hier bloß noch auf eine Nummer reduziert werden, ne? Ich habe übrigens einen Namen. Ich bin keine Nummer. Mein Name ist Kate Walker. Ich würde es schätzen, wenn Sie mich mit meinem Namen ansprechen, Doktor. Da haben wir es. Ach. Die Aggressionen, die Sie an den Tag legen. Ich fürchte, das sind die Folgen eines schweren Traumas. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Ich möchte bitte nicht auf diesem komischen Stuhlplatten sehen. Hier drauf? Ja, ja. Nur keine Angst. Das erscheint. Ja, nee, ich will nicht. Nein! Das hat mir nicht angeschnallt. Und machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Mhm. Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Lügen oder antworten? Klicken Sie auf das kleine Symbol links Ihre Antwort, um zu hören, was Kate darüber denkt. Bitte antworten Sie mir. Was ist. Ich verstehe das gar nicht. Das tut doch gar nichts. Ich denke, es kann nicht schaden, ihm diese Informationen zu geben. Vielleicht ist diese Farce dann schnell beendet. Ja, muss ich die Frage wiederholen? Nein! Der Verlauf dieser Besprechung gefällt mir gar nicht. Ich verrate diesen Quacksalber besser nur so wenig wie möglich. Ich würde es eigentlich eher sagen, ja, antworten. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin in New York geboren und werde dieses Jahr 30. Gut, gut, junge Frau. Bis jetzt scheint mein Gerät Ihre Aussagen zu bestätigen. Das ist ein Lügendetektor. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Lügen ausgezeichnet, wir haben uns zerstritten, das ist die Wahrheit. Ich guck mal hier. Wenn ich ihm sage, dass ich mich mit meinen Freunden und meiner Familie zerstritten habe, sieht er das bestimmt als psychische Störung. Besser, ich lüge. Muss ich die Frage wiederholen? Nein! Ich kann nichts tun, solange ich an dem Lügendetektor hänge. Am besten sage ich die Wahrheit. Ja, wird die Lüge ja gleich wissen, weil das ist ja mit Schweiß. Ihre psychischen Probleme scheinen... Nein, ich habe den Kontakt zu Ihnen abgebrochen. Ich habe seit Wochen nichts von meiner Mutter gehört. Und Dan, mein Ex-Verlobter, hat mich für meine beste Freundin Olivia verlassen. Genau. Sie scheinen in Chaos und Anarchie zu versinken, Frau Walker. Steht dieser Hang zur Unordnung mit Hans Vorarlberg und Oskar in Verbindung? Im Delirium haben Sie ausführlich von den beiden gesprochen. Aha. Antworten, ich habe sie nach Sibirien begleitet. Die eine Halbwahrheit sagen, es klappt am besten, oder? Wenn ich ihm von Siberia und den Mammuts, Oskar und Hans erzähle, hält er mich für verrückt. Aber vielleicht kann ich seinen Detektor hereinlegen, wenn ich ihm nur teilweise die Wahrheit sage. Genau, bitte antworten Sie mir. Würde ich mal machen. Oskar war ein Automat und Hans Vorarlberg war der Mensch, der ihn erschuf. Wir wurden Freunde und ich unternahm eine lange Reise durch Europa mit den beiden. Das ist alles. Okay, er hat Automat hat es abgekauft. Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Valsembor gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Diese Vorurteile.
Lügen, man sollte zwingen, sesshaft zu werden. Ja, ja, wahrscheinlich ist gut, oder? Wenn ich ihm nach dem Mund rede, lässt er mich vielleicht in Ruhe. Muss ich die Frage wiederholen? Nein. Seine heimtückischen Andeutungen sind unerträglich. Ja. Gut, ich glaube, in dem Fall müssen wir tatsächlich lügen. Ich glaube, diese Leute müssen sesshaft werden, damit sie Teil der modernen Welt um sie herum werden können. Okay. Ah, verdammt. Sie lügen ganz offensichtlich. Nur eine kleine Notlüge, aber dennoch eine Lüge. Sie machen mir Sorgen, Frau Walker. Ihr Mangel an Aufrichtigkeit spricht nicht für Sie. Es sei denn, man interpretiert das alles als Manifestation typisch amerikanischen Verhaltens. Trifft das zu? Der unbewusste Ausdruck des Wunsches, nach Hause zurückzukehren, Frau Walker? Nee. Was kann ich auswählen? Gar nichts sagen? Ich sag mal nein. Ich lasse jetzt mal diese Gedanken weg. Ich habe nicht vor, zurückzukehren. Noch nicht. Später. Oder vielleicht nie. Also haben Sie vor, Ihre Reise durch unser Land fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätten. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Natürlich, natürlich. Bitte bleiben Sie ruhig, Frau Walker. Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe, ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Gut, dass die vorbei sind. Okay, also hat Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen, haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind. Ach du Heilige. Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Aha. Ich hoffe, es ist auch noch alles da. Bei unserem Amulett haben sie uns nicht weggenommen, ne? So, und einer flog übers Spinnernest. Errungenschaft, okay. Ja. Okay, was haben sie da für Bilder an der Wand hängen? Die sehe ich ja jetzt erst. Ich will eigentlich nicht mehr mit dem Doktor reden. Ich will erstmal meine Sachen wiederholen. Also zuerst möchte ich die Sachen haben und dann vielleicht reden wir noch mit dem. Aufziehen. So. Einmal hier. Drehen Sie sich um. Dass er jetzt sagt, ja, aber er ist doch Doktor, das ist doch wurscht. Der guckt, er spickt. Ach, da liegt auch ein Rorschach-Test auf dem Tisch, habt ihr das gesehen? Aber es war jetzt eigentlich ziemlich einfach. Zieleanzeige mit O, okay. Warte mal, haben wir wirklich alles? So, Inventar, wie kriege ich das nochmal auf mit I? Wir haben eigentlich nichts weiters als unsere Klamotte. Aber ansonsten haben wir nichts Neues. Den Schlüssel zum Ausgang, kann ich den mir näher betrachten? Beobachten? Okay. Was für ein verdrehter Geist kommt denn auf so etwas? Ja, okay, zurück. Interessant, was ist denn das hier? Sie wirken etwas aufgebracht. Sehen Sie sich die Vögel in der Voliere an. Das wird Sie beruhigen. Ja, vielleicht. Diese mechanischen Vögel wurden von einem besonders fähigen und genialen Handwerker aus Walsambor entwickelt. Aha, okay, danke. Mehr will ich jetzt eigentlich da gar nicht mehr sprechen. So. Dann haben wir es ja eigentlich, ja. Gut. Also, dass wir da einmal falsch geantwortet haben, ist jetzt nicht für uns schlecht ausgelaufen.
Komme ich denn da zu der blöden Tür raus? Hallo? Ah. So, Leute, ja. Nun ist auch unsere erste Folge leider schon vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe heute ein bisschen länger gemacht. Habt ihr gleich zum ersten Mal wieder, ne? Ja. Und mal schauen beim nächsten Mal, ob wir tatsächlich hier aus diesem Stockwerk herauskommen. Oder ob wir noch mit dieser Olga hier zusammenprallen dann hier und die uns versucht, hier mit allen Mitteln hier irgendwie festzuhalten, ne? Also wir wissen es ja als Spieler schon, aber Kate weiß ja davon noch nichts. Und der Arzt ja anscheinend auch nicht, weil sonst hätte er ja uns hier tatsächlich gesagt, ja, er kann uns nicht entlassen, auch wenn der Test positiv ausfällt und so weiter, ne? Ja, auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.